Das heißt, wir müssen da hoch. Aber wie und wo? Ups, gegen den Baum gelaufen. Rauch beim Haus der Weisheit. Was geht da vor? Eins nach dem anderen. Och, Jung, kletter doch einfach da hoch. Wo bitte? Bin ich blind? Geh woanders hin. Ah, da unten. Was denn du? Da? Hä, das war doch gerade. Bin ich bescheuert? Hat das nicht gerade so. Wie soll ich das beschreiben? Ah, okay, alles klar. Jetzt sind wir am Ziel. Nach dir habe ich gesucht. Ein verlorenes Buch. Dieser Mann Al-Schwarizmi ist eine Art Mathematikgenie. Ich traf ihn einst kurz, als er noch klein war und mich in das Haus der Weisheit geschlichen hatte. Wenn ich es richtig verstehe, beruht seine Methode zum Lösen mathematischer Fragen darauf, ein Gleichgewicht herzustellen. Das scheint mir fast wie eine Metapher fürs Leben allgemein. Gleichgewicht finden, ist es nicht das, was die Verborgenen versuchen, in der Welt zu bewirken? Gut, haben wir das gemacht. Ein Fertigkeitspunkt. Cool. Was haben wir denn jetzt? Zusätzliche Hilfsmittelerweiterung. Du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten. Das haben wir getan. So, wo geht's weiter? Weiter, immer weiter. Ach, da wollten wir noch hin. 122 Meter. Ach, dieser ständige Schleim im Hals nervt. Oh, ein Aussichtspunkt. Yay! Oh, ein Gelehrter. Der erforscht die Sterne. Würdest du bitte darauf klettern? Danke. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir darüber? Wo? Also von außen kommen wir nicht rein, wie es aussieht. Ja, von außen kommen wir da nicht hin. Mmh.
Wozu können wir hier klettern wie die Weltmeister? Was bringt uns das? Ne, lass mal los. Genau. Aha! Sehr schön. Ach nee. Zu früh gefreut. Halt, stopp! Alles klar, wir müssen zu dem Ring. Und wir sind da. Astronomische Instrumente. Schon lange vor der Erfindung des Teleskops hat die Zivilisationen der Antiken der antike Methode. Was? Schon lange vor der Erfindung des Teleskops hatten die Zivilisationen der Antike Methoden entwickelt, um die Sterne zu kartografieren. Naja, jetzt habe ich es verstanden. Die abbasidischen Gelehrten bauten auf diesem überlieferten Wissen auf, verbesserten die Methoden und schufen Instrumente, die noch heute benutzt werden. Das wichtigste und vermutlich langlebigste dieser Instrumente war das Astrolabium. Es wurde von griechischen Astronomen im 3. Jahrhundert vor unserer Zeit erfunden und bot eine Möglichkeit, das Universum in den Händen zu halten. Beim Astrolabium handelt es sich um einen gravierten Kreis, der die Sterne präsentiert, die nach damaliger vorkopernikanischer Vorstellung um die Erde kreisten. Ein Kreis in der Mitte des Astrolabiums präsentiert den Benutzer, der sich auf einer Linie befindet, die den Horizont darstellt. Verschiedene Punkte stehen für bekannte Sterne. Ab dem 8. Jahrhundert verbesserten die abbasidischen Astronomen das Astrolabium, indem sie neue Elemente hinzufügten, mit denen sich beispielsweise Datum und Uhrzeit bestimmen ließen. Außerdem wurden mehr gravierte Scheiben entwickelt, welche die auf verschiedenen Breitengraden sichtbaren Sterne zeigten, wodurch das Astrolabium auch von Reisenden benutzt werden konnte. Das Instrument hatte zahlreiche Verwendungen. Man konnte die Zeit des Sonnenauf- und Untergangs bestimmen, die Höhe von Gebäuden oder die Breite von Flussüberquerungen, die Gebetszeiten sowie die Richtung, in der Mekka lag. Die einfallsreichen abbasidischen Gelehrten fanden hunderte, wenn nicht tausende von praktischen Anwendungen für dieses Gerät. Okay. Dirham, Leder und Bauteile. Okay. Was stöhnt denn der da unten? Das ist ja auch eindrucksvoll, der Palast da drüben. Wichtiger Ort entdeckt, die Sternwarte. So, was haben wir denn jetzt noch hier? 24 Meter, 163 Meter, 27 Meter. Okidoke, also wir bleiben erstmal hier oben. Weil hier sind wir noch nicht fertig. Was hat denn der da unten für ein Problem? Schon beeindruckend, ne? So, 21 Meter unterhalb. Bitte! Also hier oben gibt es nichts mehr. Hm?
So. Na, Muskelato. 24 Meter. Mein Ende kommt so früh. Ich bin auch nicht bereit. 21 Meter. Wir lesen das erstmal und dann sprechen wir mit dem jungen Mann. Oder wer immer das ist. Astronomie und Astrologie. Man sagt, wenn man sich in der Wüste verirrt, hilft ein Blick in die Sterne, um einen Weg in sichere Gefilde zu finden. Wie ihre amyadischen Vorgänger glaubten offenbar auch die abbasidischen Kalifen an den Nutzen der Sternkunde und finanzierten den Bau von Observatorien sowie die Übersetzung von astronomischen Werken aus dem Griechischen, Indischen und Persischen. Eines der wichtigsten arabischen Werke zur Astronomie aus dieser Zeit war das Buch der Fixsterne aus dem 10. Jahrhundert von Abd al-Rahman as-Sufi. Es enthielt Abbildungen und Beschreibungen von Sternen und Sternbildern, die aus der klassischen Antike bekannt waren und wurde über Jahrhunderte benutzt und durch Kopien verbreitet. Al-Sufi galt als der erste Astronom, von dem bekannt ist, dass er die Andromeda-Galaxie beobachtet hat. Die abbasidischen Astronomen waren nicht nur an der Wissenschaft der Astronomie interessiert, sondern auch an deren praktischen Anwendungen, vor allem der Astrologie, also der Kunst, den günstigsten Zeitpunkt für bestimmte Aktivitäten zu finden. Al-Mansur soll beispielsweise Astrologen zu Rate gezogen haben, um den besten Ort und Zeitpunkt für die Gründung Bagdads zu bestimmen. Jeder Versuch, auf diese Art die Zukunft vorherzusagen, setzt ein umfassendes Verständnis der Bewegungen der Himmelskörper voraus. Dazu bedurfte es zeitintensiver Beobachtungen und komplizierter Berechnungen, um astronomische Tabellen zu erstellen, welche die genauen Positionen des Mondes, der Sonne und der fünf bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter enthielten. Daneben wurden besondere Ereignisse vermerkt, zum Beispiel Fluten oder Invasionen, um kausale Zusammenhänge zwischen den Bewegungen der Sterne und dem Leben auf der Erde zu finden. Die Astronomie wurde daher als Hilfsmittel für die Astrologie angesehen, aber sie war auch für andere Dinge nützlich. So konnte man mit Hilfe der Astronomie die Gebetszeiten berechnen oder Land vermessen. Was auch immer der Antrieb der Astronomen zur Zeit der Abbasiden war, sie trugen enorm zum astronomischen Wissen bei und waren für die Entdeckung zahlreicher Sterne verantwortlich, zum Beispiel Altair, Aldebaran und so weiter. Außerdem prägten sie viele astronomische Begriffe, zum Beispiel Azimut, Nadir, die noch heute verwendet werden. Wahnsinn, was die alles recherchiert haben. Krass. Ja, mein Herz, Sadiki. Lässt mich im Stich. Lass mich dir helfen. Vielleicht gibt es einen Arzt, zu dem ich dich bringen kann. Ja, zu spät. Doch ich habe noch so viel zu tun. Mein Lebenswerk. Ein Traktat über die himmlischen Sterne. Ich muss es zum Haus der Weisheit bringen. Ehe meine Rivalen es in die Hand bekommen und meinen Ruhm stehlen. Ich könnte das Traktat für dich überbringen. Und dann ist er noch mein lieber Sohn. Heute haben wir uns gestritten. So erbittert. Ohne seine Vergebung kann ich nicht. Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt. Nein, zuerst das Traktat. Hilf mir, es zu holen. Bitte. Das werde ich tun. Mein Vater war Architekt. Auch ihm hat ein Rivale den Ruhm streitig gemacht. Was ist denn das für ein Symbol? Ah, mein Herz! Ich komme jetzt in diese Strafe.
Also ich bin jetzt komplett überfragt. Ich habe auch jetzt null Ahnung, was das für ein Symbol ist. Beziehungsweise was das bedeutet. Komisch. Hier ist noch eine Truhe drin. Okay, jetzt müssen wir noch mal da rein. Oder? Aber von da oben sind wir ja nicht reingekommen. Oh Mann, jetzt können wir wieder rätseln, wenn wir hier reinkommen. Scheiße, wie kommen wir hier rein? Müssen wir uns später drum kümmern. Setz dich. Ich finde das Traktat. Es hat drei Seiten. Ich bewahre sie getrennt auf. Bitte, finde sie für mich. Gott, und wo? Wir gehen erstmal zum Haus der Weisheit. Alles andere bringt jetzt, glaube ich, erstmal nichts. Leihe mir deine Augen. Aha, okay. Leute, beruhigt euch. Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Aber Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Buchwart? Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buch. Halt! Jetzt müssen wir die Werkstatt finden. So. Gelegenheit. Und hier gibt's wieder so viel zu entdecken. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der Gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja.
Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Wo ist Tunein? Er schuldet mir Geld. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Frag den Buchwart. Um die Bibliothek herum wurden Wachen aufgestellt. Ah, was geht hier derzeit nur vor? Im zweiten Stock. Die Bibliothek ist gut bewacht. Gucken wir uns mal hier um, ne? In der Bibliothek. Gibt's schon mal was zu lesen? Geschätzter Mentor, mein Meister. Ich weiß, dass du skeptisch gegenüber den neuen Ziffern bist, doch ich flehe dich an, es dir zu überlegen. Al-Shwarizmi hat sie verbessert und selbst Gelehrte aus fernen Ländern im Haus der Weisheit sind beeindruckt. Einige luden mich ein, mit ihnen nach Kurtuba zurückzukehren, um sie dort vorzustellen. Ich weiß, dass du und ich in einigen Jahren lachen und uns fragen werden, wie wir je ohne sie auskamen. Dein treuer Schüler. Hey! Gleich verstummst du! Verstanden. Nochmal! Zu langsam! Oh, diese scheiß Kameraführung! Die Dichtkunst liegt dir nicht. Sind die sowas von scheiße? Stellenweise. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe nie, was hinter mir los ist. Also... Das kotzt mich echt teilweise an, diese scheiß Kameraführung. Ich sehe absolut nie, was sich hinter mir abspielt, wenn ich von innen angegriffen werde. Oder ein komplett toter Winkel, wo du nichts siehst. Das ist richtig ätzend. Angemessenes Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise. Bringe Bücher an ihren Platz zurück. Nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Natürlich. Halten wir uns dran. Ja, das ist das, was auch hier also richtig mies ist, dass du hier... Aha. Dass du ja absolut keine Chance hast, wenn die Kamera falsch steht. Seite gehen. Ob wir da dort reinkommen, wo wir jetzt nie reinkommen. Wie wenn die Kamera bei den Kämpfen so scheiße steht. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dann doch außenrum, ne? Achso, warte mal. Ne, hier sind wir glaube ich vorbeigegangen, oder? Nee, hatten wir doch.
Hallo, du sollst ein... Junge, mach doch mal das, was ich möchte. Nein! Oh. Leute. Ans Eingemachte! Mal aus, den Fleischtag nehme ich mir vor! Verstanden! Da bist du ja! Ich mach dich platt! Ja! Komm zurück und stirb mit Ehre! Und schon härter zuschlagen! Ah, gerade stand er mit dem Rücken zu mir. Na, hallo! Zum Vergessen! Toll! Ah, das ist so kacke schwer, die in mir ist der Buch. Was ist hier? Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand. Wer ist sie? Das ist immer so schwierig hier mit Fallverfolg. Da hast du den Engquade gelöst, da kommt ein neuer dazu. So, jetzt wollten wir ja da hinten rein, ne? Kommen wir nie rein. Und dann müssen wir jetzt nach Hause rum. Na, geht doch mal da lang. Na, So, jetzt sind wir da, wo wir hin wollen. Oh, gleich wieder eine dicke Wache, oder? Ja. Was? Stopp! Hier ist die Tür drin, schlimmer. So. Wo war denn das jetzt? Ah, da ums Eck. Da wieder was ganz Feines. Ach ja. Haben wir. Ich dachte, das ist so eine richtig dicke, wertvolle Truhe.